Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Immer noch ein bisschen dünne Stimme. Kann ja auch nicht anders sein. Ist ja immer noch selber Tag bei mir. Gut, also. Ich habe euch vorher in meinem Video erzählt. Immer schön tiefer Blick in die Kamera. Damit wirkt man seriös. Meine Nase guckt mich gerade an, so nach dem Motto, als ob er sagen würde: Du kannst alles tun, du wirkst nicht seriös. Na gut, was kann ich euch an? Ich wollte euch ja ein Update zum Thema, was ich jetzt von Impfungen halte und warum ich mich jetzt konstant dazu entschieden habe, mich nicht mehr impfen zu lassen. Ja. Aber ich habe was Wichtiges vergessen. Hi und willkommen zu meinem Video am Freitag. Ja. Wenn man es nachhinein macht, dann ist es irgendwie all. Gut. Also. Ich habe Anfang des Jahres, war ich ehrlich gesagt so, ich habe keine Lust auf zweimal impfen, weil ich echt Angst habe vor Spritzen. Ja. Dann, so Mitte des Jahres, war ich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wo Johnson & Johnson für alle freigegeben wird, könnte ich mich impfen lassen. Und es hat ehrlich gesagt dann vom 6., also vom Juni bis Mitte, also bis Anfang Mitte Juli hat es angehalten. Dann habe ich aber mir so gedacht, da habe ich schon wieder sowas gelesen, wo ich mir gedacht habe, muss man das haben? Habe ich mich wieder entschieden, nee, dann lasse ich mich doch nicht impfen. Dann war Juni, der 24. vorbei und habe ich mit meiner Tante geredet und die hat mir dann die Frage gestellt, ob ich denn schon geimpft bin. Und hat sie mir vor allem auch die Frage gestellt, das sei doch vernünftig und man müsste und überhaupt und sowieso. Und meine Mutter hat mir dann auch zeitgleich erzählt, dass sie auch überall von allen möglichen Leuten gefragt wird, ob sie jetzt geimpft ist oder nicht. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich ist das schon interessant, wenn man es mal überlegt. Also ich bin noch nie gefragt worden, bist du gegen Windpocken geimpft? Bist du gegen Tetanus geimpft? Hast du diese Impfung, jene Impfung? Ich bin auch noch nie gefragt worden von irgendjemandem auf der Straße, hast du Hämorrhoiden? Ich könnte sagen, nein, aber um es klarzustellen. Oder mich hat auch noch nie jemand gefragt, wie geht's deinem Zeh? Ich hab vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen, dass du dir den Zeh angeschlagen hast. Aber ich habe auch noch nie irgendwo in der Zeitung gelesen, es gibt auch keine Seite in der Zeitung, der und der hat das und das gerade erlebt. Also so im Sinne von Elena Riedmeier hat sich diese Woche den Kopf angeschlagen. Und dann hatte sie außerdem noch, und dann kommt so eine Liste, Auflistung, wo man was wie hatte. Oder ich habe auch noch, oder als anderes Beispiel, meine Cookie hat sich ist gegen den Baum gelaufen und hat einen Ast auf den Kopf gekriegt. Das ist alles in Ordnung, aber wir warten doch, ob es eine Gehirnerschütterung gibt. Solche Zeitungsartikel habe ich noch nie gelesen, weil es niemanden interessiert. Weil es niemanden interessiert, außer die Leute, denen man wichtig ist, was man gesundheitlich in seinen Akten stehen hat. Also warum? Warum sind die Leute jetzt an einem Punkt, wo jeder sich denkt, es geht ihnen etwas an, ob du dich impfen lassen hast oder nicht? Will mich vielleicht nicht impfen lassen, vielleicht mein Vater zum Beispiel, der hat ja eine Autoimmungeschichte mit seinem Rheuma. Und wenn der sich impfen lassen würde, könnte sein, dass der nicht mehr laufen kann. Das ist jetzt kein Witz, das ist jetzt auch nicht irgendein Beispiel, sondern wir haben einen Fall im Bekanntenkreis über den Bekanntenkreis. Ihr wisst schon, ich hab's von Parvati gehört, der hat's von Seamus gehört und der hat's von Dings gehört. Diese Geschichte. Aber es ist trotzdem, mein Vater sagt, er macht sich da zu viele Sorgen. Und ich verstehe das. Mein Vater ist zum Beispiel jemand, der Verantwortungen hat. Der kann nicht einfach sagen, okay, ich lasse mich jetzt impfen und dann, wenn ich halt nicht laufen kann, dann ist es mein Pech. Sondern die Wahrheit ist, wenn mein Vater sich nicht impfen lässt und dann nicht mehr laufen kann und nicht mehr arbeiten gehen kann, dann hängt da echt viel dran. Ich meine, wir haben eine Haushälfte. Er hat ein Kind, das sich teure Elektronik kaufen will. Er hat eine Frau, die büchersüchtig ist. Er hat einen Hund, der fressen braucht und einen Hasen, der gelegentlich gern mal eine Karotte haben möchte. Und da geht es nicht, dass er einfach ausfällt. Und auch ein anderer Fall, ein Bekannter im Bekanntenkreis.
Der kann sich nicht impfen lassen, weil er zum Beispiel, also weil bei ihm das Risiko dann besteht, dass er daran wirklich stirbt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bist du tot. Ich meine, dann lässt du dir eine Impfung geben, damit du einen milderen Verlauf bei Corona hast und nicht an Corona stirbst und stirbst an der Impfung gegen Corona. Das nennt man dann den Zweck irgendwie anders ausgetribbelt. Und ich für meinen Teil, ich finde es einfach so komisch, dass jeder jetzt fragt, bist du geimpft? Und wenn nicht, dann kommt immer gleich, ja, warum nicht? Und dann wird rumdiskutiert. Ja, ich bin geimpft gegen Tetanus dieses Jahr. Und ich hatte fucking 4 Wochen, natürlich die Ausdrucksweise, aber wirklich fucking 4 Wochen so einen Bollen am Arm. Glaubt ihr, ich habe dann jetzt Bock, mir eine Impfung geben zu lassen, dann nochmal 4 Wochen so einen Bollen am Arm zu haben, nur dann 4 Wochen später mich nochmal impfen zu lassen und dann 8 Wochen so einen Bollen am Arm zu haben? Ist nicht so, dass das schön aussieht. Und es ist auch nicht angenehm, drauf zu liegen. Und ich habe auch keine Lust, dass meine Mutter 25 Euro ausgeben muss für Emla-Pflaster, wo dann der Arzt am Ende sagt, nö, da geht's nicht. Und wir müssen ja praktisch ein ganzes Dutzend kaufen, damit wir den halben Arm voll pflastern können, damit wir die eine Stelle, wo der Arzt vielleicht reinsticht, erwischt. Unangenehm. Ja, aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich jetzt aus Überzeugung, und zwar aus reiner Überzeugung, so wie ich aus Vegetarierin bin, Stand heute sage, ich will mich nicht impfen lassen. Ich hasse die Manipulation. Ja, schön, wenn man ein Argument bringen will und das Wort nicht sagen kann. Ja, ich hasse die Manipulation der Medien. Ich hasse es, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir eine versteckte Impfpflicht haben. Weil, wenn du nicht geimpft bist, werden dir ja gefühlt alle Rechte entzogen. Du bist ja dann ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Und du darfst nicht mehr ins Kino gehen ohne Tests, die aber ab jetzt kostenpflichtig sein sollten. Ich sag, wie gesagt, ich bin Stand Juli, ich bin Stand August, Mitte August. Also, falls sich das nicht eintrifft, vergesst diese Argumentation, okay? Hey Mami, wenn ich meine Hände auf der Kamera bewege, sieht das voll cool aus. Toll, jetzt habe ich mich selbst abgelenkt. Ja, aber ich mag es nicht, dass einem die Rechte entzogen werden. Und ich mag es nicht, dass auf unser Grundrecht geschissen wird. Entschuldigt die Formulierung. Lieber einmal gesagt und danach entschuldigt, als nicht gesagt. Das ist meine neue Strategie. Aber ich mag es nicht, weil unser Grundrecht sagt, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich. Und da steht nicht drin, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, solange er sich eine Spritze in den Arm jagen lässt, wo er nicht weiß, wie sie auf ihn wirkt. Und vor allem, wo wir nicht wissen, wie die Wirkung in 10 Jahren ist. Ich meine, vor ein paar Jahren gab es diese riesen Grippeimpfungsgeschichte, wo die Leute heutzutage noch furchtbare Nebenwirkungen haben. Ne, Mama? Doch, hast du nicht mitgekriegt, vor ein paar Jahren gab es diese Grippeimpfungsgeschichte. Ich glaube, in Frankreich gibt es ein ganzes Dorf, wo Kinder auf die Welt kommen, wo Gliedmaßen fehlen. Also von Geburt an wegen dieser Impfung. Ja. Habe ich eine Doku zugesehen. Ich kann euch sogar noch sagen, dass es eine Arte-Doku war. Also, falls es euch interessiert, könnt ihr auf dem YouTube-Channel von Arte gucken. Da gab es was. Ich glaube, die Doku hieß Das Dorf der Kinder ohne Hände. Oder irgend sowas. Ja, war echt eine schlimme Doku. Und du darfst dich impfen, dann kann ich autistisch werden. Ja, genau. Und ich habe Angst, dass ich, wenn ich mich impfen lasse, dass ich autistisch werde. Wollen wir das? Oder noch schlimmer, wollen wir, dass ich geimpft werde und vielleicht geht der Asperger noch weg? Ja, was mache ich dann mit mir? Ich definiere mich relativ viel über meinen Asperger zurzeit. Wer wäre ich dann noch? Ja. Ich für meinen Teil, ich würde mich impfen lassen, wenn ich wüsste, dass es keine Risiken gibt und wenn ich wüsste, der Impfstoff ist nicht innerhalb von einem Jahr gefühlt entstanden. Und vor allem, was viele Leute voll unter den Teppich fallen lassen ist, ich würde mich impfen lassen, wenn ich wüsste, dass ich danach auch kein Überträger mehr bin, und zwar sicher. Aber die Aussagen dazu sind ja gefühlt jede Woche anders. Anfangs hieß, wenn man sich impfen lässt, kann man zwar noch übertragen, aber man kriegt selber nicht mehr oder man kann es selber dann nicht mehr bekommen. Dann hieß es, ja, wenn man sich impfen lässt, dann kann man es zwar noch bekommen, aber man kriegt einen milderen Verlauf. Milde.
Also das Einzige, was ich milde mag, ist, wenn ich mein Tee zu kurz ziehen lasse. Dann bin ich milde sauer, weil ich dann denke, oder mildes Wasser. Gibt es mildes Wasser? Was ist denn noch milde? Milde ist ja ein blöder Begriff überhaupt an sich, weil milde definiert ja gar nichts. Es ist so, es kann trotzdem passieren, aber auch nicht. Aber wenn es dann passiert, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber keiner kann bewerten, was für wen schlimm ist. Ich meine, ich fände es scheiße, wenn ich auf der Intensivstation lande oder auch nur im Krankenhaus. Weil ich kann es nicht abhaben, wenn mir irgendein Typ mit einer Spritze hinterher rennt. Oder eine Typine. Wir sind ja. Oder ein Typ das. Jetzt habe ich alles mit eingefügt, was geht. Ja, glaube ich zumindest. Witzig fände ich, wenn ich einen Arzt bekäme, der ein Gesicht hätte wie ein Hase. Aber ich meine jetzt nicht nur so Hasenzähne oder so, sondern ich meine wirklich so ein bisschen dieses, wie so Lefzen. Oh Mami, ich komme wieder zu meiner Verschwörungstheorie mit dem Planeten der Hasen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich sag's wie es ist. Ich würde mich nie impfen lassen, solange ich keine Sicherheiten habe. Solange ich nicht weiß, was es mit meinem Körper macht in den nächsten 10 Jahren, nicht innerhalb von diesem Jahr und nächstem Jahr. Wenn ich nicht weiß, dass es wirklich 100% Schutz gibt, und zwar für mich und für andere. Weil, wenn ich mich impfen lassen würde, dann würde ich es eben nicht für mich machen, sondern hauptsächlich dafür, dass meine Eltern oder so sich nicht anstecken können und meine Großeltern. Ich würde es nie machen, wenn ich wüsste, dass ich nächstes Jahr mich wieder durchimpfen lassen muss. Und das ist auch was, was verschwiegen wird. Es ist nur eine Einjahresgeschichte wie mit der Grippeimpfung. Also, dass die alle so ein großes Tram-Tram drum machen, ergibt für mich keinen Sinn. Und ich würde mich nur impfen lassen, wenn ich wüsste, dass ich einen Impfstoff habe, der zum Beispiel auch eine schöne Arte-Dokumentation. Nee, das war nicht Arte. Weißt du noch, von wem die Doku war über den Arzt mit dem Pulver? Ah, Mist. Ich habe nämlich auch einen Bericht gesehen, dass ein Arzt vor ein paar Monaten eine sehr wirksame also Anti-Corona rausgebracht hat, der aber dann abgewürgt wurde, weil er zu früh Versuche gemacht hat ohne Tests und so. Aber das sehr wirksam ist, weil er da viele Bausteine, einfach nur kleine Zusatzbausteine dann geben kann und man dann wirklich immun ist. Wenn ich die Doku noch finde, was vielleicht noch der Fall ist, weil ich sie meiner Mutter geschickt habe, dann werde ich. Es ist ja im Internet schon. Also, dann werde ich es euch unten unter meinem Video, werde ich euch den Link drunter setzen. Dann könnt ihr euch es angucken. Naja, ich klinge jetzt zwar wie so ein Verschwörungstheoretiker, aber ich für meinen Teil, ich mag emotionale Erpressung nicht. Ich mag sowas nicht. Und wenn ich sowas rieche, dann gehe ich auf die Barrikaden. Da werde ich einfach zum sturen Kleinkind. Mama und ich früher im Laden, wenn ich stur wurde. Da könnt ihr euch eine Geschichten erzählen. Naja, das war alles für heute. Ich schreibe mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich will nicht wissen, ob ihr geimpft seid oder nicht, weil interessiert mich nicht. Ehrlich, nicht. Ich meine. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.